Pika Pika! Kapitel 15. Langeweile. Wir sitzen am Frühstückstisch und langweilen uns. Keiner von uns beiden hat letzte Nacht besonders viel Schlaf gefunden. Und eine Unterhaltung unter Schlafmangel ist so ziemlich das Unschönste, was einem beim Frühstück passieren kann. Gleich nach einem Besuch des GZ-Fahnders. Da Luna den letzten seiner Art jedoch beinahe zu Tode gequatscht hat, stehen die Chancen gut, dass sich der arme Trottel nicht noch einmal an unsere Haustür wagt. Wenn er mittlerweile nicht schon durch die Ohren verblutet ist. Naja, kann man nur hoffen. Luna schlägt eine Diskussionsrunde vor, um die Unterhaltung in Schwung zu bringen. An was hast du denn so gedacht? Frage ich und sehe notgedrungen von meinem Kaffee auf. Wie wär's damit? Son Goku gegen Superman? Ich sehe sie entgeistert an. Soll das ein Witz sein? Wir haben uns doch schon letzte Woche darauf geeinigt, dass Superman ein Arsch und Dragon Ball der wohl mieseste Anime ist, den wir je gesehen haben. Stimmt, ja. Erwidert Luna und wir verfallen wieder in ein tiefes Schweigen. Da klingelt es plötzlich an der Tür und wir horchen gespannt auf. Wer kann das sein? Vielleicht die Zeugen Jehovas. Nee, die kommen nicht mehr, seit ich mir den kurzen Schulmädchenrock angezogen habe und sie gefragt habe, ob sie schon mal über Sodomie nachgedacht hätten. Ach ja, ich erinnere mich. Das war zum Totlachen. Vielleicht sind es ja die beiden Vertreter von der Kirchengemeinde. Nein, die habe ich nicht mehr seit... Ich habe gerade mein blaues Alicorn geschlachtet. Wollen sie auch ein Stück? Nur mehr nicht mehr gesehen. Ach, stimmt ja. Naja, ist ja auch egal. Spielen wir die... Sie wurden gerade von einem Alicorn sexuell belästigt, Nummer? Murmel ich und überlege angestrengt. Hast du noch den Schulmädchenrock? Nee, den haben wir doch bei der Nummer. Mein Einhorn hat die Menopause mit Ketchup eingesaut. Erinnerst du dich? Ach ja. Das lustigste Brony-Treffen seit langem. Gut. Dann eben die zwielichtiger Typ hält Alicorn in seinem Keller gefangen Nummer, mit der wir damals die beiden Vertreter von der Greenpeace verickelt haben. Bereit? Luna gibt mir das Okay-Zeichen, was ohne Daumen doch recht merkwürdig aussieht, und begibt sich auf Position. Kurz bevor ich bei der Tür bin, schreit sie aus Leibeskräften. Du Mistkerl! Ich lass mich nicht länger von dir einsperren, du perverses Schwein! Dann bring mich doch um! Mir ist inzwischen alles egal! Ich muss mir die Hand vor den Mund halten, um nicht laut loszulachen. Luna ist wirklich eine begabte Schauspielerin. Dann öffne ich die Tür und das Lachen bleibt mir im Halse stecken. Vor mir stehen meine Eltern aus Ostdeutschland und starren mich zutiefst entsetzt und angewidert an. Jetzt fällt mir auch wieder ein, dass sie übers Wochenende vorbeikommen wollten. Es ist mir ganz egal, wie oft du mich und meine Schwester noch verprügelst. Ich lasse mich nicht mehr zu all diesen perversen Sachen zwingen. Denke auch mal an die Kinder. Schließlich sind es ja auch deine. Macht Luna mittlerweile ungestört weiter, ehe ich sie davon abhalten kann. Und noch während ich versuche, alles zu erklären, wird mir klar, dass es ein verdammt langes Wochenende wird.